zu einem Kanalprojekt. Kritiker nennen es nur Erdogans verrücktes Projekt. Doch der türkische Präsident lässt sich von seinem milliardenteuren Plan nicht abbringen, hat längst den Startschuss gegeben für seinen Istanbul-Kanal. Der soll parallel zum Bosporus verlaufen, das Schwarze Meer mit dem Marmara-Meer und dem Mittelmeer verbinden. Naturschützer warnen vor Schäden am Ökosystem rund um Istanbul, fürchten, dass Trinkwasservorkommen gefährdet werden. Erdogan walzt Kritik sozusagen mit schwerem Gerät nieder. Die ersten Bagger sind angerückt für ein gigantisches Bauprojekt, das Istanbuls Landkarte für immer verändern könnte. Eine künstliche Wasserstraße durch neue urbane Zentren mit neuen Wohngebieten für Hunderttausende Menschen. Kanal Istanbul ist das größte Infrastrukturprojekt, das die Türkei je gesehen hat. Und ein lang gehegter Traum von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Heute schlagen wir eine neue Seite auf in der Entwicklungsgeschichte der Türkei. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, der unser Land voranbringt und unsere Nation stärker macht. Doch es gibt Widerstand gegen das Projekt, nicht nur vom Istanbuler Bürgermeister. Wir sind dagegen, denn es ist eine große Gefahr für Istanbul, für die Wasserversorgung hier, für die Natur, für die Erdbebensicherheit in dieser Stadt. Es gefährdet das Leben hier. Laut Umfragen ist auch eine Mehrheit der Stadtbewohner dagegen. Für meine eigene Zukunft sage ich Nein. Und ich sage Nein für die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder. Ich bin dagegen, Milliarden von Lira in so ein Projekt zu stecken. Wenn Sie auf dem Kanal bestehen, werden wir weiter Widerstand leisten. Aber warum ist der Kanal so unbeliebt? Und warum will Erdogan ihn trotzdem bauen lassen? Um zu verstehen, warum die türkische Regierung eine neue Wasserstraße will, muss man sich die anschauen, die es bereits gibt. Den Bosporus. Eine der geschäftigsten Seestraßen der Welt. Jedes Jahr durchqueren mehr Schiffe den Bosporus als den Suez- und Panama-Kanal zusammen. Zu viele nach Ansicht des türkischen Präsidenten. Er sagt, der neue Kanal soll Entlastung schaffen und helfen, Unfälle wie diese auf dem Bosporus zu vermeiden. Die 45 Kilometer lange Seestraße soll mindestens 13 Milliarden Euro kosten. Schiffe wie diese, so die Regierung, sollen künftig nicht mehr tagelang warten müssen, um in den Bosporus einzufahren. Und die Türkei werde Gebühren kassieren. Doch Kritiker sagen, Erdogans Traum sei ein Desaster für die Umwelt. Der Kanal werde durch landwirtschaftliche Flächen, durch Wiesen und Wälder führen, durch eine der letzten grünen Lungen Istanbuls. Er zerstöre maritime Ökosysteme und wichtige Wasserreservoirs. Der Kanal wird von dieser Lagune aus quer durch den Sazlıdere-Staudamm führen, der viel Trinkwasser für Istanbul liefert. Istanbul ist jetzt schon am Limit. Wenn man noch mehr Immobilien baut für noch mehr Menschen und dabei alles Natürliche zerstört, dann kann man in dieser Stadt bald nicht mehr leben. Doch der Präsident hofft auf einen Boom für den Bausektor, auf tausende neue Jobs und darauf, die krisengeplagte Wirtschaft anzukurbeln. Je lauter die Kritik an dem Mammutprojekt, so scheint es, desto entschiedener treibt er es voran.